auf. Machen. Finden Sie das Podest? Ne, das steht ja schon die ganze Zeit dort. So viele Sachen auf dem Tisch. Hier kann man rumklettern. Müssen wir gleich mal schauen, ob es wieder Geheimräume gibt. Hallöchen. Rostige Klingen, ja. Statt dem Tempotrank vielleicht. Liegen überall Zettel rum, aber ich kann die gar nicht lesen. Finde ich schade. Komm schon. Ist hier noch was? Nö. Oh ja, Gegner direkt reingerannt gekommen. Nicht mit mir, mein Freundchen. Nicht mit mir. Ich weiß, wie man eine Karte liest. Ich sehe euch doch auf der Karte. Ey, wer rülpst hier rum? Ruinierst die Stimmung. Sie? Sie weiß es? Wer ist sie? Oh, was? Peiniger?
hängst du jetzt an der Tür fest, oder was? Macht dem gar nichts aus, oder? Macht dem gar nichts. Nein! Mich selbst getroffen damit. Das macht er mir echt gar nicht, ey. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Die machen ihm was. Alter. Oh Gott, das war scheiße. Ja, war nicht so schlau. Hab ich dich. Ein paar Münzen. Na toll. Ja. Keine Ahnung, was der Krafttrank gemacht hat. Steht nichts da, dass ich von wegen Buff hätte oder irgendwas. Hab den Krafttrank genommen, dachte ich krieg dann einen Boost oder so. Hat er dich mal so richtig durchgepeinigt? Nö. Ich habe ihn umgebracht. Ich habe ihn gepeinigt. War hier oben noch irgendwas? Immer nach oben gucken, ob man irgendwo hinklettern kann. Ah, das ist der erste Klavesstein, oder? Taken the first Klavis stone. Two more till the treasure is yours. Kann ich da nicht einfach rüberspringen? Wo ist mein Enterhaken? Kann ich da nicht einfach rüberklettern oder rüberspringen oder sowas? Komm schon. Ich glaube, es gibt Belohnungen, wenn man das schafft, ohne zu sterben. Jetzt bin ich schon einmal gestorben. Habe ich mir quasi die Belohnung verkackt. Kacke. Ich glaube, es gab Belohnungen dafür, wie viele Tode man hatte. Beziehungsweise wie wenig Tode man hatte. Und ich habe mir dummerweise selber einen Tod verpasst.
Oder ich glaube, man hat nur so und so viele Leben, dann fliegt man raus, dann muss man es von vorne versuchen oder irgendwie sowas war das. Ich weiß nicht mehr genau. Aber habe ich mir quasi das Perfekte jetzt schon mal selbst verkackt, weil ich einfach wie ein Trottel da runtergesprungen bin. Naja. So ist das Leben. Kommt doch mal her. Ich will euch wegschlagen, bevor es losgeht. Ach, lächerlich. Oh! Irgendwas. Das ist für gewöhnlich, wenn man eine Möglichkeit hat, hochzuklettern, dann gibt es da auch. Ah ja. Dann gibt es da auch irgendwas. Ah, ein neuer Heldspalter. Ist doch gut. Hier ist doch ein Geheimraum, oder? Seht ihr das? Hier links? Da ist ein Raum hinter der Wand. Wir klären erstmal das Areal, bevor wir hier irgendwas aktivieren oder dazurufen. Nicht gerade der Boss, den wir gerade hatten? Jetzt kommt ja schon als normaler Gegner.
Na super. Das Zeug wirkt bei ihm nicht. Fuck. Das hier? Man müsste auch treffen können, ne? Aber der hält anscheinend ein bisschen weniger aus als der richtige Boss. Hat sich jetzt zumindest so angefühlt, dass der ein bisschen schneller gestorben ist. Noch einer von denen. Na klar. Warum nicht? Jetzt habe ich mich selbst gekillt. Ich habe nicht gedacht, dass der so schnell ist. Ich dachte, ich kann ein bisschen schneller laufen, mich umdrehen und werfen. Der war direkt hinter mir. Fuck. Nicht so toll. Sind die Gegner wieder da? Was ist denn jetzt los? Hat das mich an den Storypunkt zurückgesetzt oder was? Oder was ist jetzt gerade passiert? Die Gegner sind einfach wieder da, oder wie? Diesen langsamen Ding kannst du ja auch nicht mal blocken oder so. Boah, keine Ahnung, was das gerade war. Aber so der erste Eindruck zu diesem DLC, was würdet ihr sagen? Kann man spielen? Ich find's echt nicht übel. Also es ist vor allem diese gruselige Atmosphäre, weißt du? Das ist viel, viel gruseliger als das richtige Dying Light. Gut, bei Nacht. Wenn du bei Nacht von den ganzen hier, wie heißen die, diesen Night Hunters oder wie haben die hießen? Night Stalker? Ich weiß nicht mehr. Wenn du von denen wegrennst, das ist auch ziemlich creepy, ne? Aber hier ist halt die ganze Atmosphäre einfach nochmal völlig anders, ne? Alles richtig düster. Blutige Kerker, das ist fast schon so eine Atmosphäre wie Diablo 2, bloß in besserer Grafik, ne? Und First Person. Oder allgemein so Diablo. Das erinnert mich so echt so ein bisschen an so die ersten Male, wo ich Diablo 1 und Diablo 2 gespielt habe. Da hat man echt Schiss gehabt. Und das, dieses Spiel fängt halt diese Atmosphäre auch wieder richtig ein. Wie damals. Kommt man da durch? Sah so aus. War teilweise viel zu viele Drops. Wäre schön, wenn man gleich einstellen könnte, automatisch alles, was Standard und grün ist, vielleicht gleich automatisch das alles zerlegen. Nur die blauen aufheben. Wobei der Kampfhammer auch nicht schlecht ist.
Keine Reparaturen übrig, okay. Die Waffen hier kannst du nicht reparieren. Kann man sortieren, irgendwie automatisch sortieren? Gibt es dafür einen Button? Nee, ne? Alles selber machen. Alles muss man ja selber machen, du. Dauertrank brauche ich eigentlich nicht. Der hat auf dem Level mittlerweile schon unendlich Ausdauer. Also, zumindest Kampfausdauer. Es gibt keine Ausdauer mehr. Weil wir den maximalen Kampflevel erreicht haben und Waffen verbrauchen keine Ausdauer mehr. Könnte das auf irgendwas drauf werfen. Alter! Nicht nur Stacheln am Rücken, Stacheln am Arsch und an den Beinen, an den Händen, überall. Boah. Das ist schon widerlich, ey. Richtige Folterkammern. Ich hatte das Gefühl, hier war noch irgendwie... War noch irgendwie was, aber ich weiß nicht mehr, wie man reinkommt. Okay. Klingt, ne? Die Hintergrundgeräusche sind einfach nur widerlich. Kann man, glaube ich, hochklettern.
Nee, da kommt man nicht hoch. Komm doch her, komm doch her. Nichts werfen, herkommen sollst du. Alter, hier die Fingerabdrücke. Der Handabdruck. Lasst mich raus, lasst mich raus. Ja, komm. Oh Gott. Ja, finde ich auch. Also der macht aus dem Spiel einfach nochmal ein völlig anderes Spiel. Das ist ein ganz anderes Feeling irgendwie. Finde ich eigentlich ganz cool. Die Geschichte dahinter ist leider ein bisschen schade, weil eigentlich hätte das wirklich ein anderes Spiel werden sollen. Die hatten nach Dying Light angefangen, an diesem Spiel zu arbeiten. Und dann weiß ich nicht, woran es lag, ob irgendwie das Geld nicht gereicht hat oder... Ich weiß nicht, was der Grund war, aber aus irgendeinem Grund sollte das Spiel dann eingestampft werden. Und da haben die sich gesagt, ey, wir haben das Spiel jetzt schon fast fertig. Wäre doch echt eine Schande, das komplett wegzuhauen. Und es basiert auf der gleichen Engine wie das Spiel davor, Dying Light. Und da haben die das dann einfach als DLC halt hier mit reingeklatscht, bevor es ganz verloren geht. Fand ich eigentlich schön. Und mit dem DLC haben sie natürlich dann auch ein bisschen Geld gemacht, ne? Man musste sich den natürlich dann dazu kaufen. Das war kein kostenloser. Beziehungsweise, ich hatte halt gleich die Ultra Deluxe sonst was Version geholt, wo alle DLCs mit dabei sind und so. Das Spiel gibt es ja mittlerweile, ohne Witz, ich glaube, für 6 Euro oder sowas. Wenn man mal auf einer Key-Reseller-Seite nachguckt. Oder wenn man es mal im Angebot auf Steam erwischt, da habe ich es, glaube ich, auch mal vor einer Weile für 5 Euro gesehen oder so. Das waren es 10, keine Ahnung, aber wenn man es im Angebot erwischt oder auf einer Reseller-Seite holt, kriegt man das ganze Spiel mit allen DLCs, mit allen drum und dran für 5 bis 10 Euro, sag ich mal so. Und das ist eigentlich ein super geiler Deal, wenn man denkt, wie viel Content hier drin ist, wie viele Stunden wir hier reingesteckt haben in das Main Game und wie viel wir noch mit den DLCs verbringen werden. Wie blockt man eigentlich nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. F? Vielleicht? Nee. Ich weiß, man konnte irgendwie blocken.
Gegner blocken einen manchmal. Ich glaube, man kann es auch selber machen, aber ich weiß aber nicht mehr wie. Wie man überhaupt verteidigt. Umschauen B. Benutzen 2 V. Kann blocken? Kann bloß der Gegner blocken oder was? Das ist ein B. B passiert nichts. V. Auch nichts. Okay, keine Ahnung. Wenn einer von euch weiß, wie man blockt, sagt's mir bitte. Ich hab's schon so lange nicht mehr gespielt. Vielleicht was, dass die Gegner manchmal meine Schläge blocken. Warum kann ich das nicht? Nee, ne, oben ist nichts weiter. Oh, was ist das denn? The second stone grows nearer. Ja, Schild und Schwert. Das interessiert den nicht, ne? Fuck, ey, ich bin dem direkt vor die Füße gefallen. Alter, lass mich mal aufstellen. Blockt er dem einfach nicht, scheiße.
fragt mich, was der Krafttrank macht. Ob er mich wirklich stärker macht? Kurz hier Pause drücken oder sowas, dass man es irgendwo sieht. Da ist so eine Anzeige, weißt du, da oben links. Das Schädel da. Aber ich weiß nicht, was die bewirken. Was bewirken die? Das wird einem nicht erklärt. Die Explosion ist viel zu nah, Alter. Voll die Verarsche. Oh, noch so einer. Ehrlich. Wollte ich gerade gar nicht nehmen. Ich wollte. Naja. Juckt den gar nicht, weißt du? Es juckt den gar nicht. Ich wollte gerade sagen, was soll der Mist? Ich komme da gar nicht durch. Ich werfe ein Messer und der zerfällt. Wo ist der andere? Der ist verbrannt mittlerweile, oder wie? Waren noch zwei. Uff. Junge, 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 Junge. Ein bisschen Action, ne? Glaube ich, mach dann nach dem Raum eine kleine. Ach, da ist er ja. Eine kleine 5-minütige Pause, mal ein bisschen frische Luft schnappen. Den Kopf klar kriegen und dann geht's weiter, ja. Inventar voll. Das ist hier wirklich ein konstantes Problem, du. Viel zu viele Items, weil ja gefühlt eigentlich jeder Gegner eine Waffe trägt. Gut, es gibt Münzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich so sehr rentiert, die alle mitzunehmen. Explosive Flasche, das klingt doch mal gut. Hat vielleicht die blitzende?
Portal noch nicht weg ist, macht mir ein bisschen Sorgen. Müsste eigentlich weg sein, wenn alles gespawnt ist. Und das genauso. Ah. Kommst du jetzt her? Von hinten. Na toll. Ja, von oben halt, ne? Genau. Genau aus dem Portal, das mir gerade Sorgen gemacht hat. Oh Gott. Wegen der Feuerbälle? Wirft da irgendjemand Feuerbälle? Da gerade so aus, als wäre kein Feuerball angeflogen. Portale stehen aber immer noch da. Das heißt, da kommt noch eine Welle. Oder die aktuelle Welle ist einfach noch nicht fertig. Was auch immer. Ich würde gerne einfach so einen explodierenden Trank einfach mal in das Portal reinwerfen, dass die Viecher, die auf der anderen Seite gerade warten. Wenn das ginge. Kann man hier irgendwo hochklettern? Nee, ne? Ach, da kam die nächste Welle. Sobald ich ins Wasser getreten bin. Und der wirft Feuerbälle ab. Gesehen? Explodier. Ein bisschen zu langsam. Ich hatte gehofft, dass das Ding viel, viel schneller explodiert. Aber Portal ist immer noch nicht weg. Da kommt noch eine Welle. Man bräuchte echt so ein... so einen kleinen Minion, der einem hinterherläuft und das sinnlose Zeug einsammelt und direkt verarbeitet. Der soll gar nicht mitkämpfen. Einfach bloß das sinnlose Zeug verarbeiten. Ich bin zu geizig, um es liegen zu lassen. Wie viel hier rumliegt. Jetzt sind die Portale weg.
Ja, ein guter Zeitpunkt für eine kleine Pause. In 2-3 Minütchen bin ich wieder da. Bis gleich.